Hallo, meine lieben Kälte- und Klimafreunde. Es ist Freitag, neues Thema und neues Video. Und das Thema dieses Mal habe ich mir eigentlich mal schon auch mal überlegt, okay, was mache ich? Ich habe jetzt auf TikTok, auf Insta so das eine oder andere gemacht. Und da war so ein Thema mit Plattenwärme in Deutschland, also einen Undicht, den wir gehabt haben. Und da kamen noch einige Fragen. Und daraufhin habe ich mir gedacht, ich mache mal ein Video über die schlimmsten Undichtheiten zum Finden. Ja, schlimme Undichtheiten kennen wir alle. Ja, wir haben alle so das Problem mal, dass wir Lecks suchen, wir finden nichts. Ich kenne so viele Undichtheiten oder so viele skurrile Sachen, dass das Video wahrscheinlich jetzt 3 Stunden gehen könnte. Also haben wir gedacht, okay, ich suche mir jetzt mal einen Punkt raus und dann reden wir mal über diesen einen Punkt. Undichtheiten in Wärmetauscher, vor allem wenn wir ein Sekundärmedium haben. Ich sage mal, bei Nicht-Sekundärmedium Wärmetauscher, zum Beispiel beim Verdampf, wenn wir eine Undichtheit haben, dann finden wir das relativ leicht im Lecksuchgerät raus oder wenn man eine Druckprobe macht. Man gibt es auch den Wassertest bei Klimaanlagen, da gibt es auch Trillionen an Videos darüber. Ja? Wie man irgendwie Register in ein Wasserbad reinlegt und. Aber ich sage mal ganz ehrlich, die meisten Undichtheiten, wenn man es richtig anstellt, und ich glaube, da kann man noch zigtausend Videos von mir mal nach hinten scrollen, wo ich immer wieder über Undichtheiten, Lecksuche, Lecksuchgeräte, Sauberkeit bei der Arbeit, bla bla rede, sage ich mal, die meisten findet man mit einem handelsüblichen Lecksuchgerät. Unabhängig jetzt welche Marke oder welche Vorlieben. Aber es gibt Undichtheiten, die tauchen einfach nicht so auf. Und da kommen sehr, sehr stark die Wärmetauscher ins Spiel. Um das festzustellen, ja, wie zum Beispiel ein Plattenwärmetauscher oder irgendein Rohrbündler oder sonst noch irgendwas in der Richtung, ja, ist immer relativ schwierig. Ja. Und sehr häufig werden Theorien aufgestellt, da ist der Wärmetauscher kaputt. Ja. Aber man hat es nie wirklich geprüft, sondern man hat einfach nichts rundherum, nichts gefunden. Also muss es ergo der Wärmetauscher sein. So, jetzt habe ich aber zum Beispiel den Fall, ich habe jetzt gerade aktuell eine Anlage hier gehabt, wo ich zweimal auf ein Sekundärmedium gehe. Einmal verdampferseitig und einmal verflüssigungsseitig. Das heißt, ich habe sowohl eine wassergekühlte Maschine als auch von der Verdampferseite her einen Plattenwärmetauscher drin. Das bedeutet, würde ich jetzt die Theorie aufstellen, ich finde rundherum nichts, ja, es muss der Wärmetauscher sein, dann kann ich natürlich mal hergehen und sagen, okay, welcher von den beiden? Binden wir den Kunden jetzt einfach bei der Wärmetauscher an oder versuchen wir das so gut wie möglich einzugrenzen. Was macht man? Man drückt auf. Ja, man macht eine klassische Druckprobe und man sieht, man hat einen Druckabfall. So, was ist natürlich jetzt der beste Fall, ist, wenn ich ein kurzes Wassersystem zum Beispiel habe oder ein kurzes Sohlesystem habe, ja, wo ich eine Druckanzeige habe. Das wäre natürlich der Idealfall. Ich drücke meine Anlage auf und sehe im anderen Sekundärkreis, der Druck steigt an, ist es für mich eigentlich eine eindeutige Sache. Aber sehr häufig habe ich das halt auch nicht. Ja. Ich habe ein Kühlwassersystem zum Beispiel und da sind Kilometer an Rohrleitungen durch ein Gebäude durch etc. etc. Bis ich da irgendetwas am Druck verändere, schieße ich da 300 Trillionen an Stickstoffflaschen da rein, bis ich da irgendwas im Druckmanometer sehe. Vollkommener Schwachsinn, bringt überhaupt nothing. Dann das zweite, was wäre, ich habe gar keinen Druckmanometer drauf. Oder wie in unserem Fall zum Beispiel, ich habe ein offenes Gefäß. Ja, das heißt, ich habe zum Beispiel jetzt einen Wärmetauscher, wo Silikonöl drin ist, was, ich zeige euch das nachher dann gleich, was in ein Becken reingeht und von dem Becken auch mit so Tauchpumpen dann erst hochgezogen wird und dann verteilt wird. Somit, das kriege ich auch nicht so dicht, dass ich was merke. Was ich schon öfters gehabt habe zum Beispiel, ja, das, was auch natürlich sehr häufig passiert, ist zum Beispiel, wenn sie sehr, sehr stark und nicht sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Plattenwärmetauscher habe, der auf Wasser geht oder auf den Kühlwasserkreis, ich drücke auf und höre es auf einmal klug an. Also, dann kann ich mir auch relativ eindeutig sein, dass der undicht ist. Aber wie oft kommen die Fälle wirklich tatsächlich vor, dass das gluckert, dass ich es höre, dass es wirklich so stark undicht ist? Ja? Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr schon mal einen Gluckerten gehabt oder wie undicht waren eure Wärmetauscher schon? Könnt ihr mir gerne mal reinschreiben, würde mich auch mal interessieren. Also ich habe das vielleicht in den letzten 27 Jahren 2-3 Mal erlebt, dass ich aufgedrückt habe und du hast es richtig gluckern gehört. Ja? Oder ich habe andere Anlagen, da hast du auch so einen Silikonölkreis, da hast du seitlich so ein Sichtfeld. Und auf einmal habe ich gesehen, wie der Stand in die Höhe geht, bei so einer kleineren Anlage. Ja, das sind oft so kleinere Anlagen, wo halt das Volumen nicht so hoch ist. Wie stelle ich jetzt wirklich tatsächlich fest, oder drücken wir es einfach aus, ich muss dem Kunden ja irgendwas erklären. Ich muss ja
Jetzt unabhängig davon, dass ich sage, okay, von meinem Bauchgefühl sagt, der Wärmetausch ist unnicht. Ist zwar schön und gut, aber wie erkläre ich das dem Kunden? Und damit haben wir einen Test gemacht. Wenn ihr den genau sehen wollt, könnt ihr auf TikTok oder auf Instagram bei mir reinschauen. Da habe ich ein kurzes Video gemacht. Aber im Endeffekt ist es relativ easy going und dafür gehe ich jetzt einmal zu meinem Plattenwärmetauscher. So, wir sind hier bei dieser Anlage, wo wir diesen Fall gehabt haben, dass dieses wunderschöne Ding hier undicht ist. Ich habe übrigens alles rundherum vollgesaut, ja, weil ich natürlich wieder nicht aufgepasst habe. Aber ist egal. So, ist ein Plattenwärmetauscher, hat hier einen ganz normalen Kältekreislauf drauf. Also einmal hier und hier und einmal unten. Also unten, glaube ich, war unsere Einspritzung. Und hier oben war dann die Saugleitung, die retour geht. Dann haben wir einen Solekreis, geht einmal hier rein und geht unten direkt in unsere Wanne rein. Was ich vorhin gemeint habe mit offen, ist schlicht und ergreifend, wir haben hier ein Becken innen drinnen. Da sitzen zwei Pumpen drauf, ja, die quasi hochziehen und das Ganze dann weiter fördern. Ja. Das bedeutet, wenn ich jetzt natürlich hier aufdrücke, verschwindet alles da drinnen. Wenn ich jetzt hier bei die Ausgänge, die ich hier habe, und Eingang und Ausgänge, ein Manometer drauf machen würde, jetzt rein theoretisch, ja, dann bis der mir irgendwas anzeigt, blase ich da rein. Und das Problem ist schlicht und ergreifend, ich würde im Endeffekt ja, sage ich mal, mehr kaputt machen, als was tatsächlich ist. Ja. Der Wärmetauscher hält ja auch nur ein gewisses Quantum an Druck aus. Ja. Das bedeutet im Klartext, ich muss ja mein Kältesystem hier aufdrücken. Und bis überhaupt der Wandlung vom Kältesystem ins Solesystem passiert, da funktioniert ja auch nicht instant. Wenn es instant funktionieren würde, dass wenn ich ins Kältesystem reindrücke und es im Solesystem rauskommt, dann würde ich ja dieses Gluckern hören. Dann wäre das ja sonst so stark, dass ich das ja scheinbar wirklich merke oder höre. Ja. Somit bleibt diese Option auf jeden Fall mal raus. Ja. Das allererste, um es wirklich fachgemäß festzustellen, wäre jetzt in dem Falle abschließen. Das heißt, ich muss ja mal das gesamte andere Kältesystem wegbringen. Ja. Weil es könnte noch immer irgendwas anderes sein, was ich vielleicht nicht gefunden habe. Vielleicht hat mein Lecksuchgerät gesponnen, habe ich einfach irgendwo einen Fehler gemacht. Uns allen passieren Fehler, auch mir passieren Fehler und man überzieht einfach mal irgendetwas. Ja? Das heißt, jetzt auf Verdacht einfach alles aufzudrücken und hier irgendwie versuchen zu gucken oder sonst was in Richtung, ist eher so ein bisschen die schlechte Wahl. Ja? Das heißt, um es wirklich aufzuschließen und fachgemäß, schließe ich natürlich die Kälteseite mal komplett weg. Was natürlich schon noch ist, diesen Test, den ich gemacht habe, ja, in den ich da oben einen Handschuh draufgeklebt habe und geschaut, ob er sich aufblasst oder nicht, kann man übrigens mit einer Luftballon, nennt man das ja auch Ballontest in dem Sinn, hätte ich eigentlich rein theoretisch auch vorher machen können. Ich hätte den Schlauch rausnehmen können, ich hätte ihn da draufsetzen können und ich hätte aufdrücken können die Gesamtanlage. Und während er natürlich aufgegangen wäre, hätte ich es eigentlich schon gleich gesehen. Das Problem, was ich aber habe, ist, man hat es zwar im Video ganz leicht gesehen, wie es gestiegen ist, aber ich muss auch dazu sagen, noch immer offenes Becken. Das bedeutet, ich kann noch nicht einmal garantieren, dass der sich aufbläst. Ja? Weil wenn der Druck vorher ins Becken abweicht, bevor er überhaupt die Kraft hat oder die Möglichkeit hat, dass er den Handschuh aufbläst, ist relativ, sag ich mal, das Ganze ein bisschen gering. Somit ist diesen Test, den ich gemacht habe, der war eigentlich nur just for fun, sieht man was oder sieht man was nicht, oder im Kunden zu zeigen, wenn man was sieht, ist gut, wenn nicht, aber es ist keine hundertprozentige Bestätigung. Ja? Weil dann gebe ich einen Handschuh drauf, er bläst dich nicht auf und sagt mir auf einmal, der Wärmetauscher ist nicht undicht und breche die Arbeit ab und suche woanders weiter und verliere Stunden über Stunden. Deswegen einfach mal Saugleitung, Einspritzleitung abkappen, zulöten, Schrauberdiele reinmachen, den Kältekreislauf aufdrücken und dann warten, ob ich dort einen Druckverlust habe. Das haben wir natürlich eindeutig auch gehabt. Wir haben einen Druckverlust gehabt und somit kann ich natürlich jetzt zur Sicherheit sagen, okay, der Wärmetauscher ist undicht. Tatsache, ich kann dem mit einem ruhigen Gewissen dem Kunden jetzt ein Angebot schreiben und sagen, hey, das Ding ist undicht, ich habe es beidseitig abgeschlossen, es ist rundherum nichts mehr. Wie kann das passieren? Das ist ja natürlich die nächste Frage. Warum wird so ein Wärmetauscher undicht? So ein Wärmetauscher kann viele Gründe haben, warum er undicht ist. A, aufgefroren. Das heißt, das Silikonöl, vielleicht war der Fluss nicht hundertprozentig, die Sicherheitsverkehrungen haben nicht funktioniert oder vor allem bei Anlagen, die mit reinem Wasser gefüllt sind. Ja, und auf einmal die Verdampfungstemperatur aus welchen Gründen noch immer abgesunken ist, welche Gründe noch immer. Die Anlage hatte übrigens noch andere Undichtheiten. Nur mal so zum Nachdenken. Das bedeutet im Klartext, ja, der Druck sinkt ab, sinkt die Einspritztemperatur. Ja, das ist ja abhängig voneinander. Wenn der Druck sinkt, sinkt die Temperatur auch. Ich habe zwar nicht mehr die Kraft und ich habe auch nicht mehr die Leistung dazu, die gesamte Wärmeenergie aufzunehmen, aber ich habe eine tiefere Temperatur.
Ja? Und für alle, die jetzt zum Beispiel neu auf meinem Channel sind, eine tiefere Temperatur bedeutet nicht, dass ich mehr Leistung habe. Eine tiefere Temperatur bedeutet einfach nur, ich habe weniger Druck da drinnen. Ja? Das bedeutet aber, dass ich natürlich, wenn ich normalerweise, sagen wir so, nur ein blödes Beispiel, ich spritze ein mit minus 10 Grad Celsius im Normalfall und diese minus 10 Grad halte ich im gesamten Wärmetauscher drinnen oder bis relativ ans Ende, bis ich zu meiner Überhitzungsstrecke komme und habe die ganze Kraft meines Kältemittels in diesen quasi latenten Bereich, also halb flüssig, halb Gas, also halb ist es ja nicht, flüssig und immer mehr Gas für mich zu werden, also in diesem Mischverhältnis, der ich bin und kann dadurch Wärmeenergie aufnehmen. Wenn ich jetzt mit minus 20 einspritze, weil ich einen Druckverlust habe, weil ich zum Beispiel einen Kältemittelmangel habe, habe ich unten minus 20 Grad. Aber dieser Wechsel von flüssig auf Gas für mich ja, entsteht zum Beispiel wesentlich schneller und somit kann ich nicht mehr so viel Wärmeenergie aufnehmen. Das bedeutet, tiefere Temperatur heißt nicht mehr Leistung, mehr Energie, sondern bedeutet schlicht und greifend einfach nur weniger Druck da drinnen. So, jetzt habe ich weniger Druck drinnen, jetzt fahre ich tiefer, als was mein Frostschutz überhaupt, den ich zum Beispiel reingegeben habe, schafft. Nehmen wir an, ich habe hier einen Frostschutz, der schafft minus 30 Grad Celsius und ich spritze aber ein mit minus 50. Was würde natürlich passieren? Der Wasseranteil, der natürlich da drin ist in meinem Frostschutz, der würde anfangen zum Frieren, weil es ja kein Frostschutz mehr. Und dann frieren quasi innerlich die Platten auf. Man hat es ja hier so aufgeteilt, dass ich habe eine Platte ist Kälte, nächste Platte ist Sohle, nächste Platte ist wieder Kälte, nächste ist wieder Sohle und so weiter und so fort. Und wenn natürlich jetzt eine von den Platten quasi bricht, dann habe ich eine Verbindung gegebenenfalls mit ein Kältesystem. Kann Kacke werden, ist natürlich klar. Im ersten Satz geht natürlich das Kältemittel in unser Sohlesystem hinein. Da passiert in den meisten Fällen eher weniger. Ganz schlimm ist natürlich dann, wenn meine Anlage komplett undicht ist oder noch schlimmer ist, wenn ich evakuieren würde und ziehe mir Sohle rein. Wenn ich das natürlich jetzt in mein Kältesystem reinkriege, ist ein anderes Thema, wieder auch ein anderes Video, was dann mit der Anlage passiert. So ganz, ganz schlecht. Ja? Deswegen sind die auch immer mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Ja? Das zweite, warum die undicht werden können, sind natürlich Gaspulsierungen oder Sohlepulsierungen. Das bedeutet, wenn natürlich irgendwie so also genannt Kavitation entstehen würde, ja, was mir zum Beispiel Oberflächen abschlägt, dann werden die auch natürlich sehr gerne undicht. Ja, sowas passiert einfach. Sowas kann passieren, sollte nicht, aber sowas passiert leider und es passiert eigentlich regelmäßig, als ob man eigentlich glaubt. Somit wollte ich euch eigentlich ein Video zeigen, wie ich das eigentlich geprüft habe. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht mit diesem Video machen und euch einmal erklären. Das sind halt so richtig eines von den undankbaren Undichtheiten, weil man halt alles absucht, man macht eine Druckprobe, man hat einen Druckverlust, aber man findet nichts, man ist deprimiert, man ist fertig und. Und dann ist es so ein blöder Wärmetauscher, weil man es einfach nicht sieht, wo es hingeht. Ich konnte zum Beispiel, was noch ein kleiner Praxistipp ist, wenn hier reines Wasser drin ist, dann kann ich natürlich hier auch abbauen und zum Beispiel mit einem Lecksuchgerät mal ein bisschen reinhalten, um zu schauen, okay, wenn ich jetzt nicht rein mit Stickstoff aufdrücke, sondern zum Beispiel mit Stickstoff-Wasserstoff aufdrücke. Ja? Oder wenn ich ein Kältemittel noch drin hätte, ja, also wenn jetzt rein theoretisch hier noch Kältemittel in der Anlage drin wäre und ich bin mir nicht ganz sicher und ich weiß, da ist aber reines Wasser drinnen, ja, oder gereinigtes Wasser, entsalztes Wasser oder sonst was in Richtung, dann könnte ich hier auch noch mein Lecksuchgerät hinhalten, ne? Und mit der Hoffnung, dass die Kältemittelpartikeln rauskommen und ich es merke. Ja, muss natürlich ein höherer Druck drin sein. Also wenn man aufmacht, sollte da gar kein Druck mehr drin sein. Also von dem aus gesehen, sollte das eigentlich machbar sein. Aber zum Beispiel in meinem Fall ist ein sogenanntes Silikonöl drin und da ist natürlich das Problem, da schlägt leider mein Lecksuchgerät oder alle meine Lecksuchgeräte ebenfalls noch drauf an. Und somit kann ich diesen Test nicht machen. Aber auch das ist ein Test, wenn ich ein Kühlwassersystem habe, wo ich weiß, okay, da ist nicht unbedingt gerade Frostschutz drinnen, auf dem theoretisch mein Gerät reagieren könnte, sondern ein salziges Wasser oder normales Wasser, dann kann man auch mal reinhalten bei der Wasserseite und zu schauen, ist da ein Leck oder ist kein Leck. Aber absperren, also voneinander trennen und separat aufdrücken, ist eigentlich die Methode, um 100% sicher zu gehen, dass ich undicht bin. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein geschlossenes System hätte und ich drücke das auf und ich schließe das komplett und mache den Handschuh drauf, dann wäre das aussagekräftiger aus wie beim offenen, ich nenne es jetzt mal offenen System, was ich hier habe. Leute, mehr kann ich euch darüber nicht sagen. Schreibt mir in die Kommentare, was für Undichtheiten habt ihr. Es gibt noch ein paar andere, werden noch ein paar andere Videos darüber kommen, aber das war mal Part 1, der Wärmetauscher und ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ich muss das hier jetzt auch irgendwann mal den Kunden erklären, dass wir den jetzt tauschen müssen. Ciao, ciao.